Ja, hallo, hier ist euer Mr. B mit einer neuen Folge vom Let's Play Deadfall Adventures. Und ja, ich habe mir jetzt überlegt, ich werde das jetzt doch machen. Ah, oh Wunder oder oh Überraschung, Überraschung. Nein, also letztes Mal habe ich schon kadert irgendwie. Ich habe gedacht, okay, jetzt warte ich noch ein bisschen. Ja. Und ich habe mich entschieden, ich mache es trotzdem erstmal, aber dann auf jeden Fall. Erst hier Zielverkleinerung oder Zielkegelverkleinerung. Und ich versuche eher oben das zu machen dann nachher als das unten. Aber jetzt mache ich es erstmal einmal, ist gut. Und dann geht's weiter. Yippie! So. Und jetzt irgendwo hat der Knopf. Ja. Auge, sowas. Überraschung! Das Auge öffnet die Tür. Wie immer. Dann mach mal. Zack. Und nu? Ah! Da 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 di. La 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 hui. Da 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 ban da da di. Lu la li. Oh. Hallo? Kuckuck. Ah, schon schick. Schön. Schöne Nacht und so. Ist das Mondlicht? Der Mond, der Mond. Was? Oh nein! Verflucht! Verflucht! Wo rennt ihr jetzt wieder hin? Hallo! Goodwin? Agent Goodwin! Agent Goodwin! Hallo? Weg! Hey! Tschüss! Na, keine Ahnung. Oh! Was haben wir denn da? Alter, hätte ich mir gerade gruselig über die Rüge gefahren. Der eisige Schauer. Der eisige Schauer. Macht er nicht so Lärm? Kann er auch? Kann ich auch? Hallo? Ah! Guck, guck. Ah, schau mal dann. Schau mal da. Vielen Dank. Vielen Dank. Ruhig jetzt doch. Ruhe! Alter Schwede. Muss ich ja weg? Ist ja noch mehr Schätze. Cool. Sieht schon schick aus irgendwie, ne? Die Lichteffekte sind ganz nett. Was ist das? Sackgasse. Sackgasse, hallo. Ah, verdammt. Schön. Hamunaptra, die Stadt der Toten. So. Guck, guck. Oh. Du hast den Kopf verloren, Junge. Das ist schon klar, ne? Was ist da? Ich sollte nicht immer über etwas drüber laufen. Das ist, glaube ich, ungesund und so. Guck, guck. Aua, Bein kaputt. Ah, je. Cool. Der Mond, der Mond. Walking on the Moon. Schnauft er so? Hallo? Was? Was haben wir da? Was haben wir da? Hallo? Ah. Uiuiui, was ist das? Hallo? Ah. Das ist doch schon ein Taschenlampenspiel hier. Rätsel. Ah, okay. Also immer das, was angezeigt wird drumherum, das wird aktiviert. Mist. Das war wohl nix. Das da? Hallo? Ach, was? Yippie! Geschafft! Was? Wo? Und wo? Was ist da? Ja, geil! Yippie! Ah! Cool! Kann man irgendwie nachgucken, was man hat? Okay, cool.
Cool, 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 hat geklappt. Yippie! Hä, ist ja klar. Hä, was ist das für ein Rätsel? Das und dann das, dann hat man schon. Hä? Okay, wow, brutal schwer, brutal schwer. Gut, man kann, glaube ich, auch das erste Level hier. Was war übrigens alles ein Level noch? Als Tutorial vielleicht sehen. Oh ja, ich weiß, ihr wieder. Gut. Ah, schon schick. Schick, schick, schick. Hallo. Komm was? Renn. Ich glaube, mehr gibt's hier nicht. Wie nennt man das da? Obelisk oder was? Da könnt ihr mir mal helfen in den Kommentaren, ob ich jetzt voll falsch liege oder ist das ein Obelisk da, diese Säule? Gibt's auch in Amerika? Da, Dado. Renn hoch. So. Da. Überlegt, wie das gebaut wurde damals. Die ganze Sache schon spannend. Schon spannend. Ja, alles ist kaputt. Oh Mann. Ja, habe ich doch ganz nett anzugucken. Im Mond sieht es sogar noch besser aus wie am Tag. Agent Goodwin, ich komme. Bist du bereit, unser kleines Abenteuer fortzusetzen? Wie? Unser Abenteuer? Aha, Schnuggibutz. Was für ein Abenteuer? Okay. Steig ein, mich vor! Hey, irgendwer muss ja verhindern, dass man dich abmuckst. Genau. Ah! Filmchen? Magische Artefakte, uralte Flüche, tobende Mumien. Plötzlich erschienen die Geschichten meines Urgroßvaters gar nicht mehr so verrückt. Der wahre Fluch jedoch war meine Neugier. Mein Jagdinstinkt war geweckt worden. Genau wie diese fauligen Leichen. Und die Jagd hatte begonnen. Eine Karte. Sie zeigt die Positionen von Sirius und den Sternen in dessen Umfeld. Aber vor Zehntausenden von Jahren. Also veraltet? Dezent, ja. Aber die Konstellation, sie ist so nur von einem Ort aus zu sehen. Der Arktis. Okay. Dort werdet ihr das nächste Fragment des Herzens finden. Wo will ich das wissen? Auch die Hallo? Nazis sind auf dem Weg dorthin. Na toll. Wo wir gerade dabei sind. Was genau ist dieses Herzding und wie viele Teile gibt es? Das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass es von einer uralten Rasse erschaffen wurde. Lange vor dem Aufstieg uns bekannter Zivilisation. Ein so fortschrittliches Volk, dass auf ihnen unsere Legenden über Götter und mythische Orte basieren könnten. Vor allem die Legende von Atlantis. Und wenn wir das Herz wieder zusammensetzen, taucht Atlantis irgendwo im Atlantik auf? Natürlich nicht. Das wäre völlig absurd. Natürlich. Das Herz ist angeblich Zugang zur Macht über Leben und Tod. Können Sie sich vorstellen, was die Nazis damit anstellen würden, wenn sie das Herz in die Finger bekämen? Die Mumien in Ägypten waren nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird. Das Unglaublichste an der Geschichte ist bisher, dass sie Uncle Sam dazu kriegen konnten, ihre verrückte Behörde zu finanzieren. Hast du schon mal vom Panama-Kanal gehört? Sein Bau war nur dank des Genies von Professor Jacobs möglich. Diese Behörde zu finanzieren war das Mindeste, was sie tun konnten. Sind die anderen Agenten auch so nervtötende Bücherwürmer wie du? Zieh dich lieber warm an, Herr Quatermain. Oh. Die hat doch was für uns übrig hier. Yippie! Na, jetzt geht's in Antarktis. Nicht schlecht. Jetzt gucken wir mal. Oh, cool. Okay. Wir sind fast am Ziel. Nur noch ein paar Meilen. Die Sicht ist gleich wirklich null. Ich muss uns jetzt runterbringen, genau. Sonst stürzen wir ab. Den Rest des Wegs laufen wir. Ja, laufen? Bitte. Dafür haben wir keine Zeit. Wir müssen... Hör mal. Nein, jetzt hörst du mir zu. Nicht mir, dem Funkgerät.
Klingt nach einem Notsignal der Agency. Könnte haben sein. Schwer zu sagen. Zu viele Störgeräusche. Okay, erledigen wir das auf meine Weise. Seine Weise? Wie auf deine Weise? Was machst du? Gibi! Ich schau mir das mal an. Vielleicht finde ich Haken. Bist du verrückt? Unsere Anweisungen sind klar. Und ich bin ja bekannt dafür, Befehle zu beachten. Haken hat dir in Ägypten deinen wohlgeformten Hintern gerettet, weißt du noch? Wir sind's ihm schuldig. Zeit zu improvisieren. Du bleibst hier und analysierst die Sternenkarte. Ich komme zurück, sobald ich die Quelle des Notsignals gefunden habe. Okay, du hattest mich schon bei wohlgeformt. Alter! So, so. Aha. Hat sie also was für uns übrig hier? Die Schnitte. Schnitte! Nun gut. Ah, schick. Also willkommen in der Antarktis, meine Freunde. Hallo. Steuerung was? Ach so. Das kennen wir doch schon. Ganz schön ruhig hier. Hallo? Ganz schön ruhig hier. Huch. Wie? Na super. Oh, schöner Schatz. Aber irgendwas ist doch da kaputt. Strom. Oh, und Gas. Toll. Wie schön. Was? Ah, da brutzelt's. Guck mal. Ah. Autsch. Aua, Schraube ist mir ins Auge gefallen. Geflogen, ihr Schweine. Das tut doch weh. Schutzbrille und so, hat er keine? Oh Mann. Guck mal an. Schnapper. Hibi. Ah. Ja, das mit der Schätze ist übrigens auch sowas. Ich kann euch nicht versprechen, dass ich immer alle Schätze finden kann. Und deshalb bitte verzeiht. Oder ja. Danke für euer Verständnis, wenn es halt nicht ganz klappt und so. Falls es aber die Möglichkeit gibt, zurückzugehen, während ihr in die Kommentare schon mal beim Vording was geschrieben habt, dann versuche ich das zu tun. Ansonsten, ja, Pech für die Kuh Elsa. Dann müssen wir halt da mit leben, dass wir da nicht alle Schätze haben. Fähnchen. Bedeutet dir irgendwas? Kuckuck. Ah, ich mag hier Eislandschaften. Ich feiere das immer so. Yippie! Yippie! Eis und so. Felsen, die schwimmen können? Okay, das scheint ja etwas nicht ganz zu stimmen. Was? Ha! Sieh mal einen an. Sieh mal einen an. Da ist ja schon wieder ein Schatz. Schon wieder ein Schatz. Huch. Wie? Alter Schwede. Ich will ja nicht runterfallen, ihr Striche. Was ist denn da? Guck, guck. Oh, gruselig, gruselig. Wir fallen aber nicht rein. Oh, was ist da? Hallo. Ja? Ah. Vielen Dank. Und es gibt da nichts. Wer bist du überhaupt? Bist du Amerikaner oder was? Ah, ne, das könnte ja Nazis sein. Aber warum bist du einfach dafür erfroren? Hä? Da hätte ich wahrscheinlich die. Das soll, glaube ich, Eis normal sein. Das stimmt was mit Textur nicht.
Da stehen wir mit gesteuert, nicht? Nordic Games. Oder halt hier Farm 51. Was ne? Schnell. So. Ah! Aha! Ich will gerade nicht sagen, wie komme ich da rüber? Was? Wo? Hä? Ah! Kuckuck! Oje, oje, ich will da nicht reinfallen, hallo? Ah! Yui! Meins. Kann man das mitnehmen? Hallo? Ah, super. Ja, schieß. Da ist nix. Wie, jetzt kann er zweimal das Brett aufheben, dann war's das, oder wie? Oh, Mann. Das ist eine Schatzsucher-Gedöns. Ich muss mich da ein bisschen umschauen, ne? Renn. Da ist nichts. Hallo. Da gibt's nichts, da gibt's nichts. Hä? Was? Da ist Schatz. Ich sehe es genau. Ich sehe es genau. Ihre Hände sind blau. Moment. Aha. Oh. Das ist ja. Das gehört aber da nicht hin in ursprünglicher Form, oder? Das scheint ja wieder von der Zivilisation zu sein. Ach so. Kuckuck. Willst du mich jetzt verarschen oder was? Hallo? Bleibt das jetzt so? Okay. Herr? Nicht? Vor lauter Schatzsuche hier, Hilfe. Wir müssen hier mal, auch wieder ein kleines Folgepäuschen machen. Und, wir sehen uns das nächste Mal beim weiteren Explorieren, sage ich mal, von der Umgebung, damit wir vielleicht auch alle Schätze zusammenbekommen. Ihr könnt ja mal einen Kommentar schreiben, ob ich wirklich auch jetzt suchen soll länger oder ob ich sage, nee, eigentlich keinen Bock, lieber jetzt hier voran. Dann nehmen mal mit, was wir zufällig sehen, und alles andere lassen wir. Würde mich mal interessieren, schreibt gerade Kommentare, und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.